Die 15 Jahre Netzwerk gegen Darmkrebs kann man als großen Erfolg bezeichnen. Man kann erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und das haben Sie gut gemacht. Zehn Jahre Netzwerk gegen Darmkrebs, das ist wirklich eine erstaunliche Zahl. Wir haben das 2004 ins Leben gerufen, das ist ja ein eingetragener Verein. Und inzwischen hat er eine unglaubliche Entfaltung hinter sich gebracht. Vor allen Dingen im Bereich der betrieblichen Vorsorge. Das Netzwerk gegen Darmkrebs, was vor 15 Jahren gestartet ist, war eine hervorragende Initiative. Ein Thema, wo wir sehr spezifisch auch was für Patienten, die davon betroffen sein können, Darmkrebs zu bekommen, auch was anbieten zu können. Das Thema Koloskopie wurde diskutiert. Wir haben die Testverfahren für den Darmkrebsprävention haben wir diskutiert. Wir haben Einladungsverfahren diskutiert. Viele Dinge haben wir erreicht. Wir haben jetzt das Einladungsverfahren, was der Bundesausschuss beschlossen hat. Also wir sind auf einem guten Wege, aber wir werden noch viele weitere Schritte tun, um alle die zu erreichen, die davon profitieren können. Wir müssen natürlich uns aus der Medizin auch die Frage stellen, warum bedarf es eigentlich der Initiative von Privatleuten, um so etwas Wichtiges und Zentrales tatsächlich in das Gesundheitssystem einzutragen. Das ist auch, glaube ich, für uns ein ganz großer Auftrag, das aus dem Medizinsystem in Zukunft besser zu machen. Ich muss sagen, das Netzwerk gegen Darmkrebs hat Unfassbares geleistet für dieses Land, wenn es um die Darmkrebsprävention geht und auch Frühvorsorge. Keiner hat sich mit diesem Nachhalt und mit dieser Hartnäckigkeit diesem Thema gewidmet und wirklich versucht, auf allen Kanälen die Betroffenen, aber auch die Entscheidungsträger zu erreichen. Es ist unglaublich wichtig, dass wir gute Forschung und gute Versorgung bei Darmkrebs haben. Darmkrebs ist eins der Beispiele. Heute müsste an Darmkrebs in Deutschland niemand sterben, weil wir sehr gute Früherkennungsmöglichkeiten für Vorstufen oder ganz frühe Tumoren haben. Ich glaube, dieses Netzwerk hat es geschafft, eines der wenigen erfolgreichen Präventionsprogramme gegen Krebs, nämlich die Darmspiegelung und Testung, in Deutschland erstattungsfähig zu machen. Das Netzwerk gegen Darmkrebs ist wichtig, zeichnet sich dadurch aus, dass es alle möglichen Personen und Organisationen zusammenbringt, dass es Praktiker und Wissenschaft zusammenbringt, dass es konkrete Initiativen entwickelt hat, sei es bei den Leitlinien, sei es in der Früherkennung, in der Umsetzung der Früherkennung. Gerade beim familiären Darmkrebs war das wichtig. Also ich hoffe und wünsche, dass das Netzwerk gegen Darmkrebs weitermacht und dass es in den nächsten 15 Jahren noch mehr konkrete Ziele für Patientinnen und Patienten erreicht. Wir haben in den letzten 15 Jahren hart für unsere Ziele gearbeitet und haben, glaube ich, eine ganze Reihe von Zwischenergebnissen erreicht, aber für die nächsten 15 Jahre haben wir uns natürlich auch sehr viel vorgenommen. Wir wollen insbesondere darauf hinwirken, dass Präventionsmaßnahmen, die im Ausland bereits erfolgreich sind, auch übertragen werden auf Deutschland.